Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich begrüße euch hier an dem Lagerfeuer, an dem ich euch gestern verlassen habe. Ich habe mittlerweile ein bisschen gehandelt, mal wieder ein bisschen Draht gekauft und diesmal wieder habe ich ordentlich zugeschlagen, weil wir gerade Kohle hatten und da dachte ich mir, na dann schlag mal zu, Jolina. Endlich wissen wir, wer Elisabeth Sobeck war. Wir kennen ein bisschen die Hintergründe, die haben wir jetzt auf Schöpfers Ende oder in Schöpfers Ende erfahren. Und nun, ihr Lieben, müssen wir zum Grabhorst. Ich zeige euch ganz kurz die Quest, Hauptquest, der Grabhort. Aloy untersucht die Ruinen der US-Roboterkommandos, um mehr über Project Zero Dawn herauszufinden. Wenn sie die Waffen findet, mit denen Elisabeth Sobeck die damalige Roboterplage bekämpft hat, kann sie sie vielleicht selbst einsetzen. Genau. Nochmal der Hintergrund, wer die gestrige Folge nicht gesehen hat, oh, wir müssen unbedingt wieder Heilung kaufen. Das nehme ich lieber mit. Ja, genau. Das nehme ich lieber mit, definitiv. So, was haben wir denn da vorne? Da haben wir wieder irgendwelche Graber oder sonstigen Viecher. Genau, die Welt ist untergegangen, weil ein Waffenhersteller, Pharaoh Automatic Solutions, unter der Führung von dem Mr. Pharaoh, oh, da ist eine Menge los hier, die haben ja Kampfmaschinen gebaut, die sich verselbstständigt haben und diese einfach nicht mehr einfangen konnten. Und diese Kampfmaschinen hatten eine Fähigkeit, sie konnten Biomasse zu Energie umwandeln und sich selbst replizieren, was zur Folge hatte, dass sie nun außer Kontrolle quasi die ganze Welt ja, verdaut haben. So könnte man das eigentlich sagen. Und Elisabeth Sobeck, die ursprünglich bei Pharaoh angestellt war, allerdings da in dem grünen Bereich gewerkelt hat, nämlich in dem Bereich, wo es darum geht, die Umwelt wiederherzustellen und so weiter, die bereits gekündigt hatte, als Pharaoh begann mit den Kampfmaschinen, die wurde zu Hilfe gerufen und hat irgendeinen Plan geäußert. Und dieses Projekt, bei dem wir noch nicht wissen, worum es geht, hieß Zero Dawn. Und wir wollen jetzt wissen, was es mit Zero Dawn auf sich hat. So, aber ich glaube, dass ich in jedem Fall mal so ein bisschen in Deckung gehe. Wo müssen wir denn hin? Der Grabhort ist da oben. Da haben wir auf dem Weg auch eine Metallblume, die können wir eigentlich mitnehmen. Hier irgendwo da oben ist der Grabhort. Genau, und da hat es auch diese merkwürdigen Strukturen. Mittlerweile wissen wir, dass das wohl dieser Metallteufel ist. Vermute ich zumindest mal. Okay, also dann schleichen wir uns mal an denen vorbei. Und ich schleiche hier so ein bisschen in der Pampa. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwo Grünzeug finden, das uns zur Heilung taugt. Aber gut. Das kann ich gut gebrauchen. Naja, Eisschuss ist auch nicht schlecht. Wir gucken mal. Oh mein Gott. Da stehen sie einfach rum, die Gräber. Oder wie heißt ihr denn? Graber, glaube ich, oder? Lanzenhorn. Oh, ich kann euch nicht leiden. Ich kann die einfach nicht leiden, weil die einen auch im hohen Gras finden. Da vorne hat es Wächter und verschiedene andere. Ich habe mir so in den letzten ein, zwei Folgen überlegt, ob wir vielleicht mal irgendwann auf schwer umstellen sollten. Ich habe mittlerweile auch Tests gelesen, unter anderem den auch for Players vom Jörg Jubil. Und ich gehe ja nicht häufig mit dem Herrn Jubil konform in seiner Ansicht, aber mit einem hat er recht. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das Spiel wird auf normal, auf die Dauer ein bisschen einfach. Und vielleicht sollten wir einfach mal umstellen und probieren, ob wir damit klarkommen. Wenn nicht, können wir ja wieder zurückstellen. Also stellen wir jetzt einfach mal auf schwer um, oder? Weil wir haben relativ hohen Level. Nee, warte mal, da muss ich lang. Na, komm, wir durchsuchen den Wächter. Ein bisschen Loot kann ich kommen. Lass uns mal auf schwer umstellen. Wir gucken einfach, ob wir damit klarkommen. Wenn nicht, stellen wir wieder zurück. Da muss ich irgendwo lang. Da ist, aber ist denn da ein Weg? Die rennt wieder in die falsche Richtung, die Hawk. Ah, ist unglaublich. Lasst mich in Ruhe, ich kann euch nicht leiden. Ja, da scheint es ein Weg zu gehen. Ich mache es mir natürlich einfach, indem ich diese Brotkrumen einstelle. Also quasi, man kann es abstellen, dass der Weg eingezeichnet wird. Aber da ich ja schon, wenn der Weg eingezeichnet wird, häufig mal in Fehle oder in die falsche Richtung laufe, lasse ich das jetzt einfach eingeschaltet. Sonst wird das ganz unerträglich hier mit uns. Ich will euch ja nicht ständig zeigen, wie ich mich verlaufe. Und eine hiervon. Ja, genau, eine hiervon. Und eine davon.
Oh, Gesundheit ist arg nötig. Wir scannen mal so ein bisschen in die Gegend, weil ich hoffe ja immer noch auf ein Füchslein, dass uns mal ein bisschen Fuchsknochen oder Fuchshaut, alte Trümmer, und die können wir uns holen. Da ist aber weit und breit kein Füchslein zu sehen. Obwohl, komm, in den alten Trümmern ist ja immer bloß Schrutz drin. Wir finden genügend Zeug, was wir verkaufen können. Ansonsten macht das ja, glaube ich, nicht viel Sinn. Ich denke, die Metallblumen, wenn wir sie sehen, werden wir sie in jedem Fall mitnehmen. Das brauche ich später noch. Genau, das brauche ich später noch. Aber mit Sicherheit brauchen wir das. Ohne Frage. Lagerfeuer entdeckt. Wo ist es? Da vorne. Gut, da laufen wir hin. Lagerfeuer ist gut. Füchslein. Hallo, Füchslein. Ihr wisst natürlich, zu was ich das Füchslein brauche. Das Füchslein brauche ich ganz unbedingt, damit wir endlich dieses goldene Reisepaket kaufen können. Dazu brauche ich Fuchs. Und ja, ich glaube auch fettes Fleisch und so. Also sollte man vielleicht noch ein bisschen jagen. Das heißt, die nächsten organischen Lebewesen, die wir jagbaren organischen Lebewesen, die wir finden, die werden wir erschlagen. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Nee, und du bist auch leicht bekleidet, Aloy, wenn ich dir das mal so sagen darf. Ich meine, du siehst totschick aus, keine Frage, aber ja. So richtig kuschelig warm ist das, was du anhast, nicht? Hier gibt es überhaupt kein Wild. Sind wir denn so weit oben, dass es kein Wild gibt? Da drüben fliegt irgendwas und das ist wieder diese blöden Grauhabichte und die kann ich auch nicht leiden. Aber kein Wild. Naja, okay, wir werden schon irgendwann mal Wild finden. Ich bleibe wieder so ein bisschen außerhalb des Radars, glaube ich. Wir wollen ja schließlich im Grabhorst ankommen und nicht schon wieder halb tot sein. Und nach wie vor habe ich einfach keine volle Ration. Echt keine Organe hier. Weit und breit nicht. Was haben wir da vorne? Stürmer. Die sind auch unangenehm. Die sind einfach deshalb unangenehm, nicht weil die schwer zu erschlagen wären, sondern weil die immer so in Horden auftreten. Und ja, klar, ich könnte es überbrücken und auf dem Stürmer reiten. Aber ihr wisst, ich habe es schon mehrfach gesagt, daran hat sich auch nichts geändert. Ich schleiche lieber selber durch die Gegend. Maschinenlager, Areal entdeckt, Stürmer. Hier wäre eigentlich ein Wildschwein oder ein Fuchs lieber. Was fliegt denn da vorne? Grauhabichte. Ja, die kann ich nicht leiden. Da gucke ich mal ganz kurz, was ich im Dings habe. In unserem Outfit. Schockschutz. Ja, vielleicht sollten wir vorsichtshalber mal den Eisschutz nehmen. Falls uns diese Grauhabichte angreifen. Die spucken ja mit Eis, die Bösen. Komm her. Gesundheit. Das nehme ich für unterwegs mit. Genau. Das kleppert hier. Stellt sich hier uns irgendwas in den Weg. Nö, die sind da unten. Gut, dann gucken wir mal, ob wir da oben auch noch Heilung finden. Sieht mir nämlich so aus. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es hier nicht allzu viel... So, Ilse, guck mal für dich, Reinholz. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier nicht allzu viele Orte gibt, wo wir Heilung finden. Da vorne geht's weiter. Ja, hier ist ordentlich Leben, also Maschinenleben. Überall höre ich es kleppern und tun und machen. Grau habe ich. Okay, wir müssen nicht diese Richtung, dann ist ja gut. Das klingt manchmal so, als sei das so ultra nah. Mehr noch ein bisschen Eisrauwurzel oder wie immer es heißt. Könnte nützlich sein. Oh, eine Feuerbrennwurzel. Naja, bös muss bös vertreiben. Das kennen wir. So, ich mach mal hier rüber. Oh, jetzt auch noch in diesen eiskalten See. Komm, schwimm. Auch noch in diesen eiskalten See. Meine Fresse, aber auch. So, komm. Wild. Oh, da oben sind. Mit denen könnten wir uns beschäftigen. Da ist noch einer. Ich finde das sehr angenehm, dass die eine andere Farbe haben, wenn man sie anvisiert. Oh, das hat nicht ganz gereicht. Na. Ich weiß auch nicht, irgendwie
In dieser Aufnahmesession schieße ich wie mit dem Besen hier. Husch! Dann eben so. Wenn es mit dem Bogen nicht klappt, dann machen wir es eben so. Oh, der hat mich getroffen. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Also ich habe den Eindruck, das verstehe ich manchmal nicht, dass ich die im Visier habe und nicht treffe. Oh, schon gleich wieder ein bisschen Heilung versaubeutelt. Egal. So, wir holen uns das Zeug, was die uns gedroppt haben. Vielleicht ist ein Heiltrank dabei. Die droppen ja manchmal Heiltränke. Das hält sich. Das hält sich, genau. Das hält sich aber bei mir nicht lang. Auch das ist völlig klar. So, mal gucken, vielleicht hat einer einen Heiltrank dabei. Also diese Räuber, Banditen und Kultisten, die machen hier relativ viel rum, finde ich. Ah, Rohstoffvorratskiste. Da sagen wir nicht nein. Jetzt ist es auch gar nicht mehr so weit. Mehr da unten ist noch. Da haben wir doch auch noch eingelegt. Das holen wir uns jetzt auch. Ja, Metallscherben, why not? Wobei wir momentan gar nicht mal so sehr an Scherben, Mangel leiden. Deshalb ich auch ordentlich zuschlagen konnte bei dem Draht. Oh, da vorne ist die Blume. So, wir machen mal wieder voll. Ach, guck mal, da fliegt ein Zweig. Habt ihr es gesehen? Da fliegt echt ein Zweig vorbei. So, wir holen uns diese Metallblume. Wenn sie schon da ist und sich uns öffnet, dann holen wir sie natürlich auch. Metallblume Modell A2. Die sehen irgendwie anders aus. Gibt es da verschiedene? Metallblume, unbekannte Machart, Spuren von Saatkeimung, eingebettetes Kotfragment entdeckt. Was heißt denn das? Ich habe das noch gar nie genau angeguckt. Kotfragment heruntergeladen, Funktion war, schaue den Fluss durchs Fenster der Bäume. Frühlingsregen fällt, Funktion war. Hallo, das klingt ja wie ein Haiku. Das klingt echt wie ein Haiku. Ihr kennt die vielleicht. Die japanischen Gedichte. Oh, Maschinenareal, Grauhabichte. Da werden wir Freude haben. Gut, dass wir speichern können. Wenn wir jetzt hier auf schwer spielen. Ich hole hier nochmal ganz kurz die Sachen ab. Ja, wir müssen. Ja. Wo müssen wir denn hin? Nach links. Komm her. Nimm das Zeug mit. Hey, Aloy. Trigger, wo bist du? Naja, egal. Da vorne ist nochmal Heilung. Auch die holen wir uns. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So, wo geht's denn lang jetzt? Wir sind natürlich wieder Kilometer weit weg. Wir müssen also durch dieses Grauhabicht-Areal. Oh, das ist nicht schön. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Ich stelle gerade fest, ich glaube, ich kann keine von all diesen Maschinen so richtig leiden. Mal gucken, wie das auf schwer wird. Wir können mal hier gucken, diesen Wächter zu erledigen. Einfach um zu sehen, ob wir jetzt weniger Schaden machen oder ob das mehr Schuss braucht. Oder da oben fliegt schon ein Grauhabicht. Naja, da ist natürlich auch ein Breit. So, komm mal her. Die Maschine ist schnell. Die Maschine ist schnell, ja. Daneben. Oh, was war das? Ich sehe nichts. Das ist immer doof, wenn man nichts sieht. Komm her. Okay, aber es geht auch noch auf schwer. Oh, was bist du denn? Ja. Habe ich nicht richtig getroffen. Komm her, Maschinenkill. So, wo sind die anderen? Die sind geflüchtet. Ja gut, das soll mir recht sein. Also ich mache den gleichen Schaden und... Oh, da... Ich glaube, ich bin sicher. Da guckt der Grauhabicht. Okay, also ich habe zumindest den Eindruck, dass ich gleich viel Schaden mache. Und wenn ich die wieder richtig treffe, dann sind sie auch gleich hinüber. Ja, wir werden das schon noch rauskriegen. Jetzt aber, los geht's. Auf geht's zum Grabhorst. Hort, nicht Horst. die Hawk wieder. Oh, da ist ein Händler. Ja, auch schön. Dann holen wir uns wenigstens die Kiste ab. Die stehen auch wirklich überall rum. Das ist unglaublich. Jetzt haben die mich entdeckt. Oh.
Wo ist da einer? Wo? Der schmeißt dich schon mit. Komm mal her. Ja, wenn du da... Upsala. Warte mal, wir nehmen mal einen Heiltrank. Ich sollte natürlich nicht in der Suppe stehen bleiben. Das ist schon auch klar. Ja. Solange ihr da stehen bleibt, ist alles gut für mich. So, ich Hammer. Kommt da jetzt so ein blöder Stürmer daher? Oh, wo ist der nächste? Ach, dieses fliegende Getier ist einfach immer irgendwo lästig. Und die steht hier einfach rum. Aber wo sind die denn jetzt? Da oben ist da irgendwie einer. Ich sehe dich nicht, mein Freund. Da bist du. Komm her. Ja, er kommt. Guck mal, der hört auf mich. Super. Komm her. Oh, nochmal. Oh, die Sonne geht auf. Wie schön. Das ist natürlich doof, dass du jetzt just hier runterkommst. Komm her. Na, Mensch. Jetzt aber. Maschinenkill. So. Da holen wir uns natürlich das Loot, ist auch klar. Ja, also ich habe jetzt zumindest hier nicht den Eindruck, dass es auf schwer wesentlich schwerer ist, aber das kann sich natürlich noch zeigen. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Und da unten ist gleich Heilung, sehr schön. Ich hoffe ja sehr, dass wir heute noch ankommen. Im Grabhort. Nicht im Horst, sondern im Hort. So, ich wollte eigentlich bei der Händlerin mal gucken, was sie denn so feil bietet. Feil bietet. Komm schon. Also diese Metallblumen vielleicht ganz kurz. Also das klang wirklich wie ein Haiku. Vielleicht sollten wir uns die mal genauer angucken. Oh, hallo. Ich hole mir noch Frostbeulen. Ja, definitiv. Komm, wir holen uns die Schatzkiste. Oder die Gratisprobe. Rohstoffe. Du hast gar kein Schnellreisepaket oder kein goldenes Paket. Manche Händler haben die, andere haben sie nicht. Hast du vielleicht irgendeine coole Waffe, die wir noch nicht haben? Schattenschleuder. Irgendein cooles Outfit. Aber ich glaube, dass wir da schon... Nora Beschützerin. Da kann ich auch zwei rein, das kann ich gar nicht kaufen. Nora Überlebende. Die sehen schon irgendwie cool aus, diese Rüstungen, finde ich. Ja, aber ich glaube, dass wir mit unserer eigentlich ganz gut beraten sind. Also insbesondere, wenn wir die meisten sowieso nicht kaufen können, da fehlen uns einfach dann Materialien. Also da seht ihr schon, dass man in dem Spiel eben nicht nur mit Scherben zahlt, sondern eben auch mit... Ja, mit anderen Materialien. Deswegen kaufe ich auch weniger Heiltränke, als es mir normalerweise so zu eigen ist, weil man da nämlich Draht für braucht. So, und hier sind wieder alte Trümmer, jetzt nehmen wir sie halt mal mit. Da muss ich noch an den alten Zahnstocher denken. TJ, warst du das, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein Zahnstocher vielleicht zur Zahnpflege in diesen Zeiten gar nicht schlecht ist? Da guckt mal. Das ist, glaube ich, dieser Metallteufel. So, wir scannen mal. Weil wir sind nämlich angekommen, Leute. Hier ist der Grabhort. Ich glaube, das ist einer von diesen alten Metallteufeln. Irgendwelche mächtigen Maschinen, um die sich auch schon große Mythen ranken. Ich gehe lieber in Deckung. Das klang mir schon wieder nach Grauhabicht. Oder irgendwas anderes. Hier sind so viele Geräusche, die einen verunsichern. Das ist echt der Hammer. Aber ich sehe nichts. Also dann machen wir einfach mal vor. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier in diesem Grabhort finden. Weil Elizabeth, so Elisabeth, nicht Beth, die hat ja irgendeine Möglichkeit gefunden, dafür zu sorgen, dass diese Welt überlebt. Obwohl die Maschinen ja letztlich alles verdaut haben. Davon gehe ich zumindest mal aus. Da, alte Panzer. Na gut, das ist ein Militärstützpunkt. So viel ist klar. Also ist es natürlich auch klar, dass hier irgendwo ein Panzer ist. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo ich hin muss. Gucken wir uns einfach mal um. Da vorne rein vielleicht.
Aber lass uns hier mal umgucken. Vielleicht gibt es noch irgendwo. Ne, da geht's rüber. Egal, ich gucke trotzdem darüber. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Materialien zu finden. Da hätte uns dieser Unbekannte. Das hilft bestimmt weiter. Wie hieß er? Silence oder so ähnlich. Der hätte uns da ruhig wieder eine Kiste hinstellen können. Das fand ich nämlich gar nicht schlecht. Dass er uns eine Kiste hingestellt hat, bevor wir zu Schöpfers Ende sind. Was war das hier? Da unten ist eine Bunkertür. Ach was. Wer oder was läuft hier? Irgendwo läuft doch was. Wo seid ihr denn? Ich höre euch doch. Das klingt mir nach Wächtern. Gut, ich sehe keine. Dann vielleicht irgendwo da vorne um die Ecke. Ganz egal, wir müssen sowieso da runter. 1000 Jahre. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie so eine Welt, eine verlassene, eine von Menschen weitestgehend verlassene Welt nach 1000 Jahren aussieht. Sieht die wirklich so aus? Hält ein Panzer so lange durch? Das ist mal eine gute Frage. Ich habe echt keine Vorstellung. Da müsste man vielleicht was von Materialkunde verstehen. Warte mal, geht's da rein? Ja, sieht mir so aus. Nur ganz kurz hier noch gucken. Ich da irgendwo hochklettern. Na. Kann sein, dass man da hochklettern kann, aber dann kommen wir ja bloß hin, wo wir sowieso schon waren. Also gut, Leute, ab in Grabhort. Und da sehe ich schon die ersten Toten. Und die auch noch mit Datenpunkten, das ist gut. Da werden wir eine Menge erfahren, sollte aber erstmal scannen. Ja, war ja klar. Guck mal an, Kultisten sind auch schon da. Und verderbte Maschinen. Habe ich denn euch jetzt markiert? Jetzt. Noch mehr. Die sind tot. Der hat sogar Namen. Sergeant Ames Gulliev. Seid ihr bloß ihr beide? Und die Maschine? Nein, ich drücke jetzt keinen Datenpunkt ab. Wir müssen gleich kämpfen. Seid ihr echt bloß zu dritt? Sieht mir so aus. Ich weiß immer nur noch nicht, wie es zu dieser Verderbtheit kommt. Maschinenkill. Vielleicht erstmal den da mit dem dicken. Erster Treffer. Na, Mensch. Das wirst du nicht überleben. Das denkst aber auch, bist du natürlich überlebe ich das. Und wenn ich dreimal heilen muss. Sind sie auch. Ja, komm. Oh, wo ist der andere? Den nehmen wir uns jetzt auch so. Ich weiß nicht, was du für eine komische Waffe hast. Das mir war's. Ist es egal. So, okay. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, definitiv. Wir können uns hier nämlich Dinge anhören. Und das werden wir natürlich auch tun. Wir lesen und hören uns alles an. Ah, wieder Heilung, schön. Wir lesen und hören uns alles an, was hier zu finden ist. So, erstmal da. Okay, dann scannen wir mal hier. Sprachaufzeichnung. Sergeant Usitsu Vandari. Wir hören es uns an. Na komm. Datenpunkte. Wo bist du denn jetzt, Sergeant? Also manchmal. Gut, dann nochmal raus und wieder rein. So, jetzt. Oh, man hört nicht viel. Ach du Scheiße. Ja. Eingefroren im Eis und in der Zeit. Wahnsinn. Ich finde es lustig, ich muss gar nichts kommentieren. Das macht schon Aloy für mich. Irgendwie ist das cool. Ich wollte gerade sagen, dass das eindeutig Kampfgeräusche sind. So, wir schauen uns auch hier überall um. Fernangriffgewebe können wir nachher wieder verkaufen. Ah. Was hast du für uns? Gestrandete Kette. Ich sehe es bloß unten. Was bitte ist eine gestrandete Kette?
Bist du eine Modifikation? Was bist denn du, gestrandete Kette? Spezialobjekte? Karte Bannung-Figuren. Ach so, da, ja, die können wir auch noch alle angucken, finden. Vielleicht machen wir das gestrandete Kette sehr selten. Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für die ausgefallensten Händler wertvoll. 6 abgenutzte Metallplatten zusammengehalten mit einfachem Draht. Okay. Ja, also ob ich einen solchen Händler finde. Ich kenne eigentlich bloß die Spezialhändler in Meridian. Ist da noch irgendwas? Okay, ja, die sind hier angegriffen worden, weil die sind ganz offensichtlich in dem Kampf zu Tode gekommen hier. Aber wir werden mal gucken, ob wir vielleicht noch mehr hören, weil da waren ja noch ein paar Datenknoten. Die Heilung nehmen wir natürlich auch mit. Operation Enduring Victory. Aha. Gott, wisst ihr, was ich finde? Da sind relativ viele Anleihen und Anspielungen auf unsere tatsächliche Welt. Ihr erinnert euch noch an die Operation Enduring Freedom. Das waren die Amerikaner. Ist noch gar nicht lang her. So, jetzt hören wir uns mal an, was Fiona zu sagen hat. Titanenwarnung. Wir machen es wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Die 9. MED am Platz. Hua! Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Okay, Silence ist nicht da. Okay, die sind hier angegriffen worden und waren anfänglich offensichtlich noch guter Dinge. Ja, das ist denen dann aber, glaube ich, am Ende schnell vergangen. Nachher geht es da weiter. Wir gucken uns hier weiter erstmal in aller Seelenruhe um. Da vorne ist noch ein Datenknoten. Wer bist du? Jana Mills. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovex Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? War's das jetzt echt? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Ja, kommt! Bereit machen zum Kontakt! Ah. Silence, hörst du das? Was denn? Ah. All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Also du bist vielleicht drauf, ehrlich. Ich weiß nicht, ob mir Silence... Also ich traue dem nach wie vor nicht. Ich sag's euch ehrlich. Da oben noch irgendwas, was uns interessieren könnte? Nee, wir scannen nochmal. Datenpakete haben wir scheinbar alle. Tja, also anfänglich waren die noch guter Dinge bei dem Angriff, aber das ist denen, glaube ich, relativ schnell ausgetrieben worden. Kommt vielleicht nochmal irgend so eine gestärkte sonst wie Kette? Nee. Ups. Gut, ich würde denken, dass wir hier dann alles haben. Dann gehen wir mal diesen Gang hier lang. Oh. Da ging's lang, genau. Und die Kultisten Operation waren natürlich auch schon Enduring da. Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Nein, das kann man so sagen, muss ich da runter. Ich hoffe, ich kann mich abseilen, nein, oder zur Kante fallen lassen, auch recht. So, wo muss ich denn da hin? Darüber. Und dann? Da runter. So, ich sollte jetzt mich fallen lassen können hier, genau. Oh, da geht's aber tief runter, Leute. Ein Riesenbunker. Also gut, lassen wir uns zur Kante fallen. Wo geht's weiter? Ach so, einfach fallen lassen, auch recht. Oh, da geht's weiter. Da geht's weiter. Warte mal, geh mal darüber. Ich will mal gucken, ob es da noch was gibt. Los. Sie will da nicht rübergehen. Kannst du darüber springen? Oh, nein. Sie will da nicht hin. Kannst du darüber? Ich glaube, da ist auch nichts zu finden, oder? Ist wahrscheinlich bloß... Okay.
Kann ich da jetzt hochhüpfen? Nee, kann ich nicht. Komische Ansicht irgendwie. Gibt mir der Controller keine so recht gute Ansicht. Da ist wieder Wasser. Ist da irgendwas drin? Nein. Tja, also Zerstörung all überall. Welche Maschinen da auch immer angegriffen haben, die haben das hier komplett zerlegt. Ich denke mal, dass wir da vorne weiter müssen. Also wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als ins Wasser zu hüpfen. Oder nee, da können wir rüber. So zur Kante fallen lassen. Ja, und jetzt gehen wir ins Wasser. Oder einfach da runter. Auch schön. Ja, schwimmen wir halt ein bisschen. Da ist eine Kiste. Hihi. Nehmen wir mit. Riesenvorratskiste. Da ist relativ... Ah doch, guck mal, da ist auch Draht. Kein Platz mehr. Gesundheitstrank. Kein Platz mehr. Was ist drin geblieben? Der Draht? Ich glaube, ich spinne. Ja, dann machen wir mal ganz schnell Pfeile nach. Wir machen alles nach, was wir nachmachen können, wo wir Draht brauchen. Und dann nehmen wir den Draht mit. Warte mal, das können wir auch noch nachmachen. Da brauche ich allerdings keinen Draht. Egal. So, ich hoffe, dass wir dich jetzt mitnehmen können, Draht. Ja. So, und wir nehmen wieder unseren Scharfschützenbogen. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Nö, bin ich natürlich nicht. Wo geht's denn weiter? Ah, da vorne, alles klar. Utsch. Sportlich, sportlich. Da geht's weiter. Komm, hüpf hoch. Hoffe ich doch zumindest mal. Ja, aber sieht mir so aus. Da laufen Rohre. Kann ich denn da auch hochhüpfen? Ja, tatsächlich. Super. Oh. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Vorne ist wieder Info. Lass mal die Karte angucken. Haben die Soldaten wohl geschlafen? So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Ja, genau, da habt ihr auch alle zusammen geschlafen, bevor die Erprobung losging und so fürchterlich endete. So, wollen wir mal gucken, wie es den Soldaten so ging. Wen haben wir hier? Captain Acosta. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Boards waren bedeckt von brennendem Schlamm. Wie furchtbar. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Tja, ich frag mich gerade, EMP sollte gegen Maschinen doch eigentlich recht wirksam sein. Außer die haben irgendwelche Schilde. Und davon ist ja auch auszugehen, um sich davor zu schützen, weil mit EMP knipst er ja eigentlich alles aus, was irgendwie Computertechnik ist. So, nochmal Acosta. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Tja, das klingt nicht gut. Die haben offensichtlich alles rekrutiert, was bei 3 nicht auf den Bäumen war. Und natürlich einfach auch Leute von der Straße. Und die sind dann quasi so als Kanonenfutter in den Kampf geschickt worden. Und ich habe den Eindruck, dass unser Captain ein bisschen die Hoffnung verliert.
Mal gucken, ob wir noch mehr. Was war das hier? Bunker. Militärstation, Bunker. Aloy. Die letzte Verteidigung der Menschheit, keine Ahnung. Zur Erinnerung nochmal. Fiona Morell. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Uff. Insbesondere an 115c. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Oh, was hat er denn gemacht? Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Okay. Gut, da hat wohl einer was anderes getan als Kampfausbildung mit dem Hologramm. Ich möchte nicht drüber nachdenken, was das gewesen sein könnte. Oh, es tut mir so leid. Sergeant Guljev. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Das glaube ich. Wir sind jetzt weniger. Und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Aber es ist nicht meine Familie. Nicht ohne dich. Ich versuche, dich und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute, uns zu sehen, als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Oh Mann. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. Für Zero Dawn, um das hier abzuwenden, was immer es ist. Ja klar, die haben sicherlich Zeit gebraucht für Zero Dawn, für dieses Projekt. Sowas stampfst du ja nicht so leicht aus dem Boden. Und dabei sind die Truppen angehalten, die Angriffe des Schwarms zurückzuschlagen. Ja, bis Zero Dawn endlich starten kann, was immer Zero Dawn ist. Wir werden es wahrscheinlich hier im Grabhort erfahren, denke ich mir. Ihr Lieben, wir sind bei 37 Minuten. Ich denke, dass wir für heute Schluss machen. Wir hören uns dieses Datenpaket dann in der nächsten Folge an. Einstweilen aber bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.